Herzlich willkommen zu The Witcher Blood and Wine und zur letzten Folge dieses Add-ons. Es wird da zwar nach noch einiges an Spezialfolgen geben, sondern wo ich Orte aufsuche, ein bisschen die Gegend bereisen werde und. Aber heute ist die letzte Folge. Und an für sich wollte ich auch nicht hier stehen, sondern vor meinem Weingut, um dann dort so ein bisschen abzumoderieren und Tschüss zu sagen. Aber ich habe ja in der letzten Folge oder nach der letzten Folge habe ich Ausrüstungsgegenstände verkauft, habe ein bisschen was schon ja auch gekauft, ein paar Runensteine und dergleichen, weil wir dann auch die Rüstung bauen werden. Und als ich das dann gemacht hatte, bin ich nochmal die ganzen Aufträge durchgegangen und ich habe festgestellt, wir haben hier noch was. Die schwarze Witwe. In 8 Tagen um die Welt, das können wir nicht abschließen, weil wir den Wagen ja finden, aber das Spiel halt das Rätsel nicht auflöst, genau wie das letzte Fragezeichen. Aber die schwarze Witwe, die müssten wir eigentlich machen können. Wir müssen dafür eine Schatztruhe im Schiffswrack finden und das werde ich jetzt mit euch machen, bevor wir dann uns auf den Weg machen zu unserem Weingut und ja, uns dann angemessen auch verabschieden werden. Aber jetzt erst noch mal volle Konzentration auf die allerletzte Quest, die wir hier im Rahmen dieses fantastischen Add-ons machen werden. Wir suchen das Schiffswrack, das anscheinend da schon sich befindet. Könnte auch eine Insel sein, aber ich nehme mal an, dass das einfach der untere Teil des Schiffes ist. Naja, sieht ganz so aus. Und wir müssen gucken. Können wir hier drauf? Na? Wir können hier drauf. Aber wir kommen von hier aus nicht rein. Was war denn nochmal? Wo habe ich denn nochmal Schwertwahl? Auf T. Na, schmeißen wir gleich mal rein. Und wir nehmen uns auch unsere. Na? Die nehmen wir auch. Unsere Armbrust. Ja, und dann gehen wir mal hier runter und gucken mal. Müssen wir denn da hin? Müssen wir denn da hin? Das ist nichts, das sind nur ein paar Floren. Das ist eine Wächterhose oder ist schon der Schatz? Ja, das ging ja schnell, ne? Ist schon zu schnell. Aber wie lange soll so eine Quest dauern? Ne? Einmal tauchen. Ein bisschen was einsammeln. Wir gucken. Ich guck mal, dass ich hier noch die paar Fässer und so mitnehme. Jetzt, wo wir Schwertball eingenommen haben, können wir das Ganze ja mal ausnutzen. So. Müssen wir hier nur noch rausfinden, weil sonst süppeln wir trotz Schwertball ab. Ah, hier geht's hoch. Ja, hier sind wir richtig. So, dann einmal hoch. Hui! Ja, haben wir das auch erledigt. Wo war jetzt Plötze? Plötze war da, ne? Ja, letzte Quest erledigt. Die schwarze Witwe ist auch enttarnt sozusagen. Und nun geht es Richtung unserem Weingut. Vorher gehen wir natürlich gleich nochmal die Quests ganz kurz durch, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe. Aber das war's. Das war die letzte Quest. So, letzte. Einmal nochmal hier reinschauen. Nebenquests. Das machen wir alles, ne, in den Folgen, nach den Folgen sozusagen. Ne, Faustkampf und das ganze Gedönse. Die Schatzsuche, wie gesagt, das können wir leider nicht abschließen. Und alles andere haben wir abgeschlossen. Alles erledigt. Da ist nichts mehr.
Na? Es ist nichts mehr da. Okay. Dann schauen wir mal eben. Corvo Bianco. Heißt es. Auf geht's. Na komm. Ein letztes Mal reiten wir hier entlang. Durchs Gestrüpp. In die Sackgasse hinein. Da haben wir uns aber eine Schaltstelle ausgesucht. Ne? Doch nicht zu glauben hier. Also ehrlich. Eine der beschissensten Ecken überhaupt haben wir uns hier ausgesucht. So. Ja. So. Aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Wir sind doch praktisch schon da. Wir joggen hier nochmal an dieser Hütte vorbei, was auch immer das ist. Und dann sind wir schon bei Corvo Bianco. Ja, hier sind wir. Unser neues Zuhause. Gestern Feinde. Heute Partner. Und morgen? Und morgen, ja. Lang lebe Mathilda. Lang lebe Mia. Wir haben hier noch etwas, was ich mit euch zusammen machen wollte. Und zwar gehen wir hier rein. Und haben hier einen Brief von Regis. Und den wollte ich natürlich mit euch zusammen lesen. Was schreibt uns denn Regis? Mal, dass der weg ist, ist so scheiße. Lieber Geralt, wenn du dies liest, bin ich schon weit fort von Toussaint. Und du hast meinen Mutagen-Generator gefunden. Du kannst das Instrument natürlich nennen, wie du willst. Vielleicht etwas inhaltlich oder geschmacklich passenderes. Ich zweifle nicht daran, dass dein Wissen über Mutagene das meine bei weitem übersteigt. Ich habe in meiner Freizeit an diesem Gerät gearbeitet. Nun ist es fertig. Und ich bin von seiner Funktionstüchtigkeit überzeugt. So überzeugt ein Erfinder eben sein kann, bevor seine Erfindung sich bewährt hat. Gewiss fragst du dich, wozu es dient. Wie der Name schon sagt, generiert der Mutagenerator Mutagene. Er absorbiert die elektromagischen Energiewellen von Körpern, in diesem Fall von den Körpern der Monster und Bösewichte, die du tötest, und wenn er hinreichend aufgeladen ist, wandelt er die Energie in ein großes Mutagen um, für das du zweifellos gute Verwendung haben wirst. Leider bin ich Amateur, da musst du mir vergeben, dass sich der Betrieb des Apparats nicht steuern lässt. Welches Mutagen du erhältst, ist dem Zufall überlassen. Es kann rot, grün oder blau sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass sich die Farben meistens abwechseln. Gewiss findest du mein Geschenk nützlich. Dein ergebener Freund Emile Regis Roellec Terzieff Godefroy. PS. Du magst dich fragen, warum ich den Mutagenerator einfach bei dir abgeladen habe, anstatt ihn dir persönlich zu überreichen. Nun, das tat ich aus Bescheidenheit. Du es glaubst oder nicht. Alles Gute, Geralt. Möge mein Geschenk dir nützen. Wir hätten ihn eher gebrauchen können, ich weiß. Nun ist es, wie es ist. Der goldene Stab der Freude wird von uns jetzt hier noch nicht ausgewählt, sondern der bleibt hier natürlich stehen, der goldene Stab der Freude. Sorry. Ja, ansonsten. Ihr seht hier das Einhorn. Und das hängt mit der letzten Folge zusammen. Für die ich euch
nun verlasse. Und nun kehre ich mit euch zusammen zurück zum Eingang. Denn das eigentliche Ende hatte ich ja schon aufgezeichnet. Und das will ich euch nicht vorenthalten und zeigen. Spaß. Meine Stimme klingt toller, weil ich erkältet bin. Bis dann. Tschüss. Ja, es war eine lange Reise. Eine sehr lange Reise. Und nun stehen wir hier vor unserem Zuhause. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber ich glaube, es wird was Gutes sein. Gehen wir rein und schauen mal. Hier ist ja alles erledigt soweit. Jetzt singe ich mal ein Liedchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, schönes Lied. Und wir schauen uns noch mal einmal um. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Schon eigenartig, wenn man weiß, dass das Spiel, das man so lange gespielt hat, jetzt dann doch endet. Der Prophet Majoran, König der Welt, ganz Tussauds baut sein Monument. Keine Müdigkeit vorgeschützt. Was zu tun ist? Bauen. Das haben wir alles schon erlebt. Ja, jetzt haben wir hier auch unseren Kräutergarten. Alle Pflanzen wachsen nach einer gewissen Zeit nach. Uns noch gar nicht angeschaut. Kräuterhändler haben wir hier auch. Schau mal. Verschwinde hier! Du machst ja den Kindern Angst! Ey, das ist mein Zuhause. Das ist ja unfassbar. Naja, zum Abschluss noch mal richtig abgewatscht. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mit der Kräuterfrau vielleicht reden. Was gibt es? Und die sind auch, so freundlich. Wahnsinn. Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Also redet ihr eigentlich immer mit dem Chef so? Ist ja unglaublich. So, dann haben wir es nochmal hier. Das Gewächshaus. Auch hier kann ich jetzt schön alles ernten, was das Herz begehrt. Basilikum. Basilikum. Ja, entschuldigt, dass ich so erkältet bin, aber... Das hat mich letztendlich nicht in meinem Ermessen. Ist das schön. Ich glaube, hier kann man gut leben. Doch. Hier, Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Aber dass Schwestern einander sowas antun. Ja, das verstehe ich auch nicht. Verdammt, jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. Ruh dich aus, gute Frau. Naja, das sieht doch auch einigermaßen aus. Na, für die Angestellten, dann haben wir hier unser Labor. Wo wir jetzt alles Mögliche herstellen können. Und zerlegen und was weiß ich nicht alles. Mein Gott, ja. Hier. War ich da schon? Also, nachdem das Labor wurde, das noch nur ist gut. Hier würde wohl jeder in Tucson mich schlachten, wenn ich sage, das ist nur Wein. Mein Gott. Ja, der Ort, wo ich direkt nach unserer Ankunft eine Bruchsal schlagen habe. Jetzt nur noch ein Lager. Ja. Ja, ich bin so ein bisschen in sentimentaler Stimmung. Ein bisschen sentimentaler Stimmung. Da ist unser Hausmeister oder Haushofmeister. Wir reden mit ihm. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt.
Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Eigentlich nur Yennefer sein. Unerwartet wie immer. Und hinreißend wie immer. Willst du gar nicht wissen, warum ich hier bin? Oder wie ich dich gefunden habe? Ich würde sowieso keine klare Antwort kriegen. Das stimmt. Deine ganzen Geheimnisse haben mich mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass du mir sagst, was du mir zu sagen hast. Ich muss nicht fragen. Ich habe dich vermisst, Geralt. Und wie? Komm nach draußen. Wir können Händchen halten und die Sterne betrachten. Wie in einem Zwei-Kronen-Roman. Ja, das ist doch mal eine schöne Überraschung. Gucken wir mal eben. Du hast ja einige Bücher mitgebracht. Lass mich raten. Du arbeitest an einem neuen Zauber? Gar nicht. Das sind keine Zauberbücher, sondern Schmöker. Der Name der Orchidee, Witwer für ein halbes Jahr. Ich dachte immer, du wärst viel zu beschäftigt, um zu deinem Vergnügen zu lesen. Das war ich auch, aber jetzt nicht mehr. Vor ein paar Wochen merkte ich beim Aufwachen plötzlich, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich habe keinen Plan und kein Ziel. Und weißt du was? Es gefällt mir. Endlich kann ich aufhören, über Politik nachzudenken und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich hier. Ein schönes Kompliment. Ja, gefällt dir Toussaint? Gefällt dir Toussaint? Die Landschaft ist hübsch. Die Städte sind charmant. Keine Frage. Aber? Aber die südliche Sonne ist nichts für meine Garderobe. In schwarzen Kleidern wird einem hier ganz schön heiß. Vielleicht solltest du deine Farbwahl überdenken. Wie wär's mit Eierschale und Erbsengrün? Und beim Duft wechsle ich zu Rüben und Gänseblümchen. Ich bleibe lieber einfach im Schatten. Und du bringst mir regelmäßig was Kühles zu trinken. Zur Idee. Ich bringe dir, was du willst. Es ist schon seltsam, ein Zuhause zu haben. Du bist mir nie wie ein Hausbesitzer vorgekommen. Es war eine Art Unfall, aber ich beschwere mich nicht. Yen, weißt du noch, vor dem Kampf gegen die wilde Jagd, da hast du gesagt, du wolltest mit mir fortgehen bis ans Ende der Welt. Reicht dir dieses Weingut? Ja, obwohl eine Sache fehlt. Und zwar? Ich gebe dir einen Tipp. Groß, weiß, vierbeinig. Kategorie Tierpräparation. Oh ja, das Einhorn. Gut, du kannst es mitbringen. Ich wusste, du würdest das einsehen. Ja, wir haben es geschafft. Das ist das gute Ende. Wer hätte das gedacht? Hättest du je gedacht, dass dieser Tag kommt? Du und ich in Ruhe und Frieden, Bienengesumm, Vogelgezwitscher. Ich bereue beinahe, dass ich so lange gewartet habe. Ich war ein dummes Huhn. Beinahe? Es muss schwer gewesen sein, mir nachzureisen. Du bist doch stolz wie ein Pfau.
Bitte, Geralt. Ich gehöre nicht zu den Zauberinnen, die niemandem folgen können, ohne das Gefühl zu haben, ihnen würden die Flügel gestutzt. Oh, pass bloß auf, was du über deine werten Kolleginnen redest. Du Nestbeschmutzerin. Gut gesagt, Hexer. Du siehst nicht nur gut aus, du hast auch was auf dem Kasten. Du bist die Taube in der Hand. Ja, und außerdem... Verdammt, du hast gewonnen. Diesmal. Ha. Wann haben wir eigentlich mit diesen Wortspielen angefangen? Das weißt du nicht mehr? Auf einer Vernissage in Ban Art, weil du sonst verrückt geworden wärst vor Langeweile. Ich weiß noch, dass ich deinen Sinn für Humor so nervtötend wie liebenswert fand. Ändere dich nie, Geralt. Bitte. Bestimmt nicht. Also, reden wir später weiter? Natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Ja. Ihr seht es selbst oben rechts. Alles ist erledigt. Alles ist getan. Es gibt keine weiteren Quests mehr. Wir leben mit einer wunderschönen Frau in einer wunderschönen Welt. An einem wunderschönen Hügel. Und mir bleibt nur noch Abschied zu nehmen von dieser wunderschönen Welt, von diesem tollen Spiel, von diesen großartigen Charakteren. Ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich sagen, auch wenn es weit über 200, fast 300 Folgen gewesen sind und wir natürlich noch die ganzen Specials machen werden. So ist ja doch jetzt das Ende erreicht. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Was ich aber auch noch machen werde, gleich in dem Abspann, den habe ich euch ja versprochen, werde ich ihn dran schneiden. Und nun, ups, sage ich mit Yennefer und Geralt, passt irgendwie, ne? Den ersten Teil haben wir mit Ciri beendet, den absolut letzten Teil mit Yennefer in einer wunderschönen Landschaft. Was noch fehlt, ist eigentlich Plötzer. Dann sind die drei wichtigsten Frauen sozusagen im Leben von Geralt immer dabei gewesen bis zum Schluss. Und ich sage, macht euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt mir weiter treu. Und hoffentlich gibt es irgendwann einen vierten Teil. Mehr kann ich nicht sagen. Bis dahin, ciao, euer Alien. Ja, ich muss sagen, ich muss erstmal so ein bisschen verdauen, dass dieses großartige Spiel jetzt tatsächlich ein Ende gefunden hat, zumindest was das eigentliche Add-on anbelangt, und bin ein bisschen traurig, bin aber auch natürlich irgendwie immer noch ganz geflasht davon, dass man ein so großartiges Spiel dann doch irgendwie halbwegs vernünftig, glaube ich, beendet hat. Ich weiß, dass ich ganz vieles noch nicht gelöst habe, es gibt noch eine Menge Orte, die wir ja im Nachhinein in den Specials sicherlich besuchen werden. Es gibt noch jede Menge Fragezeichen alleine auf Skellige, die ich nicht gemacht habe. Und jede Menge Easter Eggs, die ich nicht gefunden habe, die auf die ich wahrscheinlich aber auch nie gekommen wäre. Das alles möchte ich in den Specials machen, im Nachschlagang zu diesem eigentlichen Spiel. Und wenn man das hier sieht, wie viele Leute an diesem großartigen Spiel gearbeitet haben,
dann verwundert es vielleicht auch nicht, dass so etwas Tolles dabei herausgekommen ist. Aber auf der anderen Seite, viele Spiele werden mit viel Aufwand und viel Menschenmaterial, so möchte ich das jetzt mal einfach nennen, produziert. Und am Ende kommt ein Spiel raus, was vielleicht durchaus fesselt ist, wenn ich so an die Call of Duty-Reihe denke. Aber dann nur gerade so die eigentlichen Singleplayer-Kampagnen, da bist du dann nach 3, 4, 5 Stunden durch und dann war es das. The Witcher hat insgesamt jetzt alleine, wenn ich jetzt mal dieses Let's Play hier nehme, ich habe 133 Folgen für Wild Hunt gebraucht und da teilweise schon Abkürzungen genommen. Also ich wusste, es gibt noch da und da was zu sehen, hab's nicht besucht, einfach um das Let's Play auch nicht zu lange werden zu lassen. Hearts of Stone waren nochmal 28 Folgen, relativ kurz an für sich, wobei viele Spiele sind Vollpreisspiele, wo man also 60, 70 Euro für bezahlt, sind auch nicht länger. Und Hearts of Stone ist ja nur ein Add-on gewesen. Ich habe dafür für Hearts of Stone damals, es war ein Angebot, ich glaube, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, 19 Euro, irgendwie sowas, also wirklich geschenkt bezahlt und habe 28 Folgen daraus geholt. Und auch da bin ich mir nicht sicher, ob ich alles gefunden habe. Naja, eine Quest haben wir ja noch im Nachhinein jetzt gelöst. Man darf nicht vergessen, Gwent ist ja im Grunde auch nochmal ein Spiel im Spiel, das jetzt ich ganz bewusst ausgelassen habe, weil ich einfach dieses Kartenspiel nicht spielen wollte. Obwohl ich Kartenspiele an für sich schon mag, aber ich wollte es eben in dem Fall mal nicht zocken. Ja, und dann kam ja jetzt Blood and Wine. Blood and Wine, dies ist jetzt die 71. Folge. 71 Folge, das heißt 99 Folgen habe ich nur für die Add-ons gebraucht, plus 133 Folgen. Eine Folge hat YouTube gesperrt, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. YouTube hat auf jeden Fall diese Folge rausgenommen, hat mir auch nie erklärt, warum. Ist auch nicht kriegsentscheidend, im Reloaded wird sie wieder drin sein. Also 133 Folgen für Wild Hunt, 28 Folgen für Hearts of Stone und 71 Folgen Blood and Wine, macht insgesamt summa summarum 232 Folgen, die ich tatsächlich gespielt habe für ein Spiel. Unfassbar. Jetzt nehmt mal durchschnittlich, ich habe ja mehr als 30 Minuten gemacht, die durchschnittliche Folge mal nur mit 45 Minuten, dann kommt ihr auf, ich weiß nicht wie viele Stunden Spielzeit, über 100 Stunden, die wir jetzt hier mit diesem Let's Play verbracht haben. Und dafür, finde ich, sollten wir alle, also alle, die wir das Spiel ja auch gespielt haben, ich bin ja nicht der Einzige, ich weiß ja, dass viele, die immer zugeschaut haben, das Spiel auch selber spielen und auch sehr erfolgreich spielen und auch schöne Let's Plays dazu gemacht haben. Der Almorema zum Beispiel an der Stelle, der leider Gottes dann ein Problem hatte, dass das ganz am Schluss beim Kampf in Kaer Morhen das Spiel immer wieder abgebrochen ist. Sehr schade, er hat ein schönes Let's Play bis dahin gemacht. Und hat dann auch immer wieder mich parallel dazu angeschaut und auch seinen Senf dazu gegeben. Also wir alle, die wir dieses Spiel gespielt haben und dieses Spiel lieben, sollten uns einfach auch mal bei CD Projekt Red vielleicht bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spiel von diesen Ausmaßen, mit diesem Detailreichtum und dieser Hingabe zum Detail wirklich zu einem solch letztendlich günstigen Preis angeboten wurde. Wenn ich mir überlege, ich habe für Wild Hunt habe ich bezahlt 59 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Das Add-on Hearts of Stone habe ich für 19 Euro bekommen und für Blood and Wine habe ich nochmal, ich meine, 35 oder 39 bezahlt. Blood and Wine alleine ist im Grunde ein vollwertiges Spiel. Es ist ein vollwertiges Spiel. Daneben andere Entwickler mal locker 70, 80 Euro für und du konntest es für 30 Euro bekommen. Absolut
Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gigantisch. Auch, dass man nicht diesen Hackmeck hat mit irgendwelchen Anmeldungen und ne, du musst dann dort einen Account eröffnen und dich da anmelden und dann musst du noch was weiß ich nicht alles machen, um überhaupt erstmal zum Spielen zu kommen. Na, da gibt es ja so den einen oder anderen Anbieter, der das ja unglaublich drauf hat. Hat CD Projekt Red einfach gar nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir machen das eben, Vertrauen auf die Community. Und die Community hat das eben gedankt, zu Recht gedankt und hat gesagt, wir finden, ihr seid toll und machen keinen Scheiß. Wir kaufen das Spiel, obwohl du es dir ja leicht kopieren könntest. Ich muss zugeben, ich habe es auch mal in kopierter Version angefangen, habe es mal kurz angespielt und habe es mir dann umgehend am gleichen Tag gekauft. Ja, und so sollte es sein. Und der Erfolg gibt letztendlich diesem tollen Unternehmen recht. Ich hoffe, dass diese mittlerweile ja Riesenfirma aus Polen diese Software-Spiele auch unabhängig bleibt und sich nicht irgendwie einem EA oder so anschließt. Das hoffe ich wirklich sehr. Nichts gegen Electronic Arts, die haben auch tolle Sachen gemacht, aber die haben auch viel schon Scheiße gebaut. Und ich hoffe, dass das hier nicht passiert. Ja, dann möchte ich natürlich auch schon jetzt ankündigen, es wird auf jeden Fall natürlich Cyberpunk von mir gespielt werden, ganz klare Kiste. Da wird es ein Let's Play geben, wenn das dann irgendwann mal rauskommt. Ich denke mal, vor Ende nächsten Jahres müssen wir damit aber nicht rechnen. Ganz kurz noch zu meinen anderen Projekten, Prey, DAO, also Dragon Age Origins und Minecraft. Da wird sich auch noch was tun. Ich werde da vielleicht auch noch mal eine Ankündigung machen. Da werdet ihr was zu erfahren. Und es wird ja Witcher Reloaded kommen, wo ich den Witcher und Wild Hunt ein bisschen aufpeppe und versuche, das wirklich nur die Story zu erzählen, zusammen mit meinen Kommentaren. Vielleicht werde ich dann hier und da auch nochmal was neu vertonen. Ja, und last but not least möchte ich mich bei euch, bei allen bedanken, bei euch allen, bei all denjenigen, die immer wieder mal reingeschaut haben, die mich begleitet haben auf dieser langen, langen Reise, die mir auch Tipps und Tricks gegeben haben. Und da möchte ich mich namentlich vor allem bedanken bei Almorema, der mir zu Beginn Tipps gegeben hat. Mittlerweile hat er wenig Zeit. Bei der Caro Sims, die mich immer wieder aufgeheitert hat. Mutze Mischt, der immer ein guter Kumpel aus, mittlerweile möchte ich mal einfach so sagen, aus der Schweiz, der hoffentlich auch noch ein LP zu Blood and Wine bzw. zum Witcher machen wird. Und dass ich mir auf jeden Fall anschauen werde und was ihr euch hoffentlich dann auch alle anschauen werdet. Der Mutze macht auch sonst ganz viele interessante Sachen, schaut es euch an. Gilt auch für Almorema und für Caro Sims, wobei Caro im Moment sich eine schöpferische Pause gönnt. So möchte ich mal das ausdrücken. Aber Almorema, da lohnt sich es auf jeden Fall auf den Kanal zu schauen. Und last but not least nochmal, ja, die liebe, liebe Seraya, die mir richtig ans Herz gewachsen ist. Liebe Seraya, vielen, vielen Dank für deine vielen tollen Kommentare, die großartigen Sachen, die du mir immer wieder geschrieben hast, auf die vielen Easter Eggs, auf die du mich aufmerksam gemacht hast und die vielen tollen, großartigen Beweise einfach, dass du das, was ich hier mache, auch zu schätzen weißt. Das freut mich ungemein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr. Und ich hoffe, du begleitest mich auch bei Reloaded und bei dem, was noch kommt jetzt, nachdem wir das Ende erreicht haben. Und dann, ja, das gehört leider auch dazu. Eine liebe Frau, die viel zu früh gestorben ist, aber die in unserem Herzen weiterlebt. Und ich sage bis dahin, sage damit, ich würde wirklich gerne vielen Dank. Nach Hause gehen. Und ich gehe jetzt auch nach Hause. Der Witcher ist schon zu Hause. Gehabt euch wohl. Euer Alien.